Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind wieder bei FIFA 15 mit dem Pro Club und wieder dabei der Patrick, der Naken, der sorgt, der Grieche. Patrick passt wieder nicht, wie immer. Dann dabei Tobi und Torben. Torben haben wir diesmal, ne? Und der Pierre. Habe ich alle? Sorg? Ja, Sorg ist auch noch da. Hallo. Bei jeder Aufnahme benennt sie mich am Anfang anders. Das ja, irgendwann ist immer Steffen. Und irgendwer ist immer Steffen. Der kölsche Jung. Ne, wer war unser bester Spieler? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Oh, der Torwart bestimmt. Ja, ja, stimmt, der Pfosten. Ne, aber wer war denn das damals? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ne, den Hamann, Hamann war das. Hamann war doch der übelste Innenverteidiger, der nichts konnte. Ja, Mann. Der war so fett. Und danach stand er, glaube ich, im Tor oder so. Das war der Klein. Ne, der war hier im 15er. Guter. Damals war es der Dings, der Hamann. Das war eigentlich. Deswegen passe ich nicht. Nein, das sollte eigentlich ein Anschlussversuch werden. Ein Anschlussversuch. Let's live. Kein Kopfball gegen mich. Aber nicht über Flanken, bitte. Flanken bringen hier nichts. Und kein guter Kopfballspieler. Da steht einer. Ist aber kein guter Kopfballspieler. Versuch immer über. Ja, über Spiel in der Mitte oder so. Sehr gut, reinziehen. Mein Spieler geht nicht zum Kopfball. Nur weil du Grieche bist. Oh, Torbinski ist im Tor. Nur Torben sind Tobis hier. Oh, schön, da ist er. Schön gemacht. Hier, komm, hohe Steppers. Ach, hohe wäre besser. Hast du den Torwart schon wieder ausgetauscht oder was? Christian, bring ihn um, ja! Boah, das ist Ding! Ja, Alter, da wird ja hier der übelste. Stürmer, ja, ja. Chimara! Sogar als rechter Mittelfeldspieler hat er schon die Dinger gemacht. Ja. Letztes Mal hat er sich qualifiziert für den Stürmer. Heute rechtfertigt er das. Du nimmst mein Erbe an, ne? Er hat dein Erbe jetzt schon um das Tor. Geile Aktion. So geil. Tja, das passiert, wenn man Kugelstoß seine Fußballmannschaft steckt. Schon Lauf, Alter. Aber ich hab den Ball. Ich hab plus 1 Zweikämpfe bekommen wegen dieser Aktion. Ohne Witz. Alter, meine Augen sind total vertränt. Oder durch die Zwiebel, die ich vor mir habe. Natürlich. Ich habe echt Zwiebeln vor mir. Das ist das Tür. Warum hast du Zwiebel vor dir? Weil ich noch mein Essen vor mir stehen habe. Irgendwie kommt jetzt gerade der Zwiebelgeruch so extrem hoch. Ich bin jetzt übelst am Weinen gerade. Ich hatte aber auch so eine Zwiebel vor heute. Backe. Oh, der geht nicht ran. Doch, schön. Ich wollte gerade sagen, das Tor geht aber jetzt auf unseren flennenden Mannschaftskapitän. Der im Abseits rumsteht. Ja. Flache Flanke aber. Ja, ja. Warte. Der stand noch wer. Wer? Was? Echt. hat der Torwart. Ey, Junge, nimm ihn in die Hand, Junge. Ja, die haben Probleme. Ach, immer mit diesen hohen Bällen. Hier vorne. Nochmal. Ja, ich geb zu. Ich nehm. Oh, Alter. Nimmst du Bombe, Shooter. Nimmst du ja, was soll ich denn da machen, Mann? Boah, guck mal, der hat mir das Bein abgehauen. Ja, wenn, Flanken, wenn keiner steht, dann sowieso nicht flanken, aber ansonsten generell bitte nicht. Bringt nicht so viel. Oh mein Gott, oh mein Gott. Komm schon unten. Halleluja. Der Grüne steht im Abseits. Hier vorne. Ja. Ah, schade. Irgendwie hat er den nach innen gezogen, stand da aus. Der Grüne oder der Grieche? Der Grüne. Dann Abseits. Rauf. Randa. Ja. Ah, immer noch Vorteil. Das wird ja super jetzt. Gibt's erstmal eine Gelb? Oh, doch nicht. Stellt sich einer mal an den Pfosten oben. Ja, nicht über das Tor, ins Tor. Ja, genau da. Geblockte Schüsse, Reaktion plus 1. Naja, siehst du? Hab Stadoyotje dirigiert. Und bunte Handschuhe, Alter. Ich krieg grad Torwart. Ja, man kann sich gleich anschuhen gehen hier. Anziehen. Kannst du gleich ins Tor reingehen. Jetzt, wo du die bunten Handschuhe hast, kann das nichts mehr passieren. Nee.
Weiß ich, warum unsere Torhüter so schlecht sind. Wir haben keine bunten Handschuhe. Ja. Die Hand Gottes geht los. Sind alle immer so links. Ist es normal, dass ich jeden Menschen hier, jeden Gegenspieler anrempel und der dann auf die Fresse fliegt? Oben. Das passiert, wenn ich nach oben drücke in dem Moment. Also lass es. Doc, du bist der. Gut, einmal das machen, was du mir sagst. Ein Spieler geht wieder mal zum Kopfball. Gleich nach unten passen. Ah, ich versuch. Ich rieche Suppe. Ich hab das mal aber mit Patrick, glaube ich, gehabt, ne? Da habe ich deine Salami-Stulle gerochen. Durchs TS. Das war wirklich so. Es riecht gerade übelst nach Salami, sag ich so, ne? Und er so, und ich so, isst du gerade Salami-Stulle? Ja. Dann hab ich gesagt, hä? Das war wirklich so. Seit wann gibt's Geruchs-Internet? Oder Geruchs-TS? Unsere Headsets sind das. Das hat Alf integriert, also. Ich bin froh, dass es das noch nicht gibt. Hier. So, Tatani. Leute, passt bitte mehr. Sorry. Passt bitte einfach mehr. Sorry, mein Controller hat nervt. Natürlich. Sorry. Gib dir das so vor den Kick. Zwei Leute will ich vorne sehen. Ich würde mal sagen, unseren Stürmer, der ist ja relativ groß. Und dann den Greek. Ich bin 1,85. Das ist egal. Stürmer und Greek, bitte. Die haben schon mal Kopfballtore gemacht. Ich auch. Aber nicht hier. Ich dachte gerade, der Feldspieler hat den in die Hand genommen und der Torwart ist weggesprungen. Weil die von hinten nämlich gelb aussehen. Sehen von hinten gelb, von der Seite sehen die schwarz aus. Das gibt ein Tor. Letzter Mann Heldschutz oder was? Jo. Lange Bälle plus 1 wieder mal. Der war gut, ne? Mit Bande gepasst. Ja, war aber voll geplant. Voll normal, Junge. Die Annahme war aber von mir scheiße. Weil der halt so komisch war. Das gibt nee, gelb. Nee, das nee, nee, ja, das hätte nicht sein ein. Müssen. Das sehe ich nicht ein. Der Torben hier. Ach nee, Grieche. Ich dachte, Torben wäre Rechtsverteidiger. Zumindest habe ich das Aggressivität plus 1 bekommen. Hey, das ist Linksverteidiger, ne? Der Torben. Habe ich den Torben überhaupt erwähnt am Anfang? Ich geh mal eben an den Pfosten. An den da hinten. Torben, wenn ist eigentlich noch da? Torben noch da? Torben ist ganz konzentriert. Ich glaube, Torben ist gar nicht mehr da. Ich glaube, ich auch irgendwie. Nee, der ist gemutet. Oh, da habe ich ihn rausgeholt. Gut gemacht. Schön. Unten. Ah, jetzt nicht mehr. Ihr müsst früher passen, Mensch. Wie frei sollen die Leute stehen? Ja, wir wollten nicht. Unten. Ah. Oh, Junge. Das war meine schwere Geburt, Alter. Na, was machst du da? Hey, bitte einfach ich passen. Ich hab die Sofortabnahmetaste gedrückt. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Er wollte sich den hochlegen. Ein Tor bei 5 Schüssen. Ja. Könnte besser sein. Ich will mich nicht beschweren, wir führen. Und die Latte steht im Tor, von daher. Sogar 2 Latten haben wir dabei heute. Könnte was werden. Latte 1, Latte 2. So. Wie war das noch mit der Schweinehälfte? War aber kein Innenverteidiger, der die hin und her schieben kann heute. Ja. Gehst du heute noch Tee trinken? Ich würde sagen, am liebsten ja sagen. Aber? Naja. Okay, Punkt, ich verstehe schon. Punkt. Alles klar. Ich verstehe schon. Im CS nicht zulässig. Nimm mal den Ball, du siehst so eklig aus. Nur weil er schwarz der ist, macht also dich wirklich. Nass, nee, der hat rote Handschuhe an. Und wir wissen ja nur bunte Handschuhe zählen heute. Der eine schießt den anderen an. Der hat sogar geschafft, über das Fangnetz zu schießen. Das war, glaube ich, seine Aufgabe. Der hat bestimmt auch wieder so eine Aufgabe gehabt hier. Wie bei TTT. Schieß ja einmal über das Fangnetz. Oh Mann! Und treffe dabei 3 Zuschauer gleichzeitig. Ach komm, du brauchst ihn nicht. Also wenn du mit mir Doppelpass so spielen willst, dann musst du Bescheid sagen vorher, ja? Abseits. Er hat meine Aufgabe übernommen. Er hat nicht gegrinst. Ich hab Angst. Sag doch, dass du ihn durchsteckst. Hier, ich gebe dir einen Tipp. Steh nicht im Abseits. Ich bin wieder hier. Tret nicht mein Erbe an. Ich war kurz weg.
Warst du gar nicht am Controller oder? Nö. Und bist du dann auch raus hier aus dem Spiel, oder? Nee, ich spiele doch. Pass doch mal. Ja, ist jemand mal angeboten hier? Ja, na, ich stehe die ganze Zeit hier frei. Ich stehe auch die ganze Zeit. Ja, aber guck mal, das hat doch uns Ballbesitz gebracht, war doch alles super. Jetzt ist er weg. Und den Ball auch super. Und den hab ich nicht verloren, den Ball. Das war Torben. Drauf, 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 drauf. Oh, oder warst du das, Torben? Ja. Ist doch vollkommen Banane. Ach so. Okay. Steht mir da oben definitiv viel zu frei rum. Ist, deswegen. Weil ich auf der komm, rechten Seite rein. War. Deswegen. Greek ist Latte. Greek ist Latte, er steht also im Tor. Nein, das ist Latte Nummer 3 halt. Boah, war ja am Tanzen da, Alter. Ich stehe oben. Ja, lauf nochmal ein Stück. Ja, das oder Problem ist, wenn du so ewig mit dem Ball läufst, ist er jedes Mal weg. Deswegen pass einfach früher. Foul. So, Freistoß. Ich geb den als Flanke vorne rein, wenn ich ihn kriegen würde, aber nein. Aber nein. Oh, Kacke. Ja, sehr gut. Irgendwie war der nicht so ganz für uns bestimmt. Nein. Torwart. Oh, abseits. Ein Glück abseits. Ja. Warum gehst du da ran? Warum denn nicht? Was sie kann. Nein, 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 nein. Verzieh dich. Muss hier richtig defensiv heute spielen, das ist nicht schön. Das mag ich ja gar nicht. Ey, da heißt einer Zockermade. Oh. Das bitte. Dopey. Ich wollte, cool. Er wollte Soccer Mage schreiben oder so. 11 Meter. Oh, nein, für uns ist der Freistoß. Das war die einzig logische Konsequenz, oder Patrick? Ja, natürlich. Oh Mann, rote Karte für beide. Ey, das wäre so geil gewesen, wenn er jetzt beide Hände gehoben hätte und so zack, zack. Alter, ihm ist geil. Das war kein absichtlicher Kopf, oder? Das war eigentlich gegen den Kopf geschossen, oder? Boah, Junge. Er ist der beste Spieler der Welt, oder was? Voll nicht, hab er ist Jim Knopf. Jim Knopf mit dem Zopf am Kopf spielt nicht. Ja. Weg jetzt hier. Starker Pass. Das war kein Pass, war geklärt. Ja. Das war wirklich geklärt, Mann. Vorne, vorne, alle. Vorne? Ich stehe vorne. Warum spielt ihr jedes Mal nach hinten, ey, Jungs? Keiner hinten, keiner links, rechts neben mir, ne? Pässe nach hinten, vermeiden. Wir haben keinen Spieler hinten, ja? Dann braucht ihr nicht zu den Innenverteidigern spielen. Die können nur den Ball verlieren, mehr nicht. Boah, Krieg! Ja, hör doch zu! Ja, warum spielst du denn da hinten? Warum spielst du denn da hinten? Ja, aber warum spielst du denn da hinten? Dann spiel nach vorne einfach. Das ist leichter. Ich war gerade selber überrascht, dass er mir überhaupt den Ball gegeben hat. Ihr seid immer viel zu schnell mit den Pässen. Ich muss immer, weiß ich nicht, ich gucke immer an, schau, wo einer frei ist, so richtig schön, weißt du? Gechillt, ja, smooth. Ich war einfach nur überrascht, dass du den Ball gegeben hast. Wer soll denn, also du stehst nur da, wer soll den denn sonst bekommen? Du. Ja, weil ich doch auf jeden Fall stehe. Hä? Hä? War das nicht Ecke? Patrick, einfach eine Runde stehen bleiben. Ich bin Schweizer. Ja, ich auch. Ich hab grad meine Nationalität gewechselt, gerade kam der Pass. Da kam nicht nur der Pass, sondern da kam auch der Pass. Ach, der war so scheiße. Der war so scheiße, Alter. Captain Nemo, wir sinken. Oh Mann. Captain Nemo, wir sind schon gesunken. Weiter geht's nicht. Tiefer. Wieso, du kannst auch nicht weiter sinken. Und ist genau das gleiche. Ob komm, du Jungs, weiter kommt singst oder tiefer singst. Komm beides gleich raus. Oben. Oh, fest. Oh. Oben. Das Schöne ist, dass du ihn nicht anfordern kann, wie man will, man kriegt den Ball einfach nie. Hier oben. Ach, schade. Schade. Hab ich. Torben, passen. Hilf. Andere Seite. Ich hab den Weg nach vorne gefunden. Andere Seite. Er hat auch so einen Gegenspieler passen. Oh, der geil, ey. Super Pass.
Ich danke mir selbst dafür. Das war so eine Eingebung. Ich könnte jetzt einen guten Pass spielen, oder? Ich mach einfach Scheiße. Oder ist geil. Komm, oh nein. Ja, was ist los mit mir? Rote Karte. Sehr schön. Super einfach. Doch, eine rote. Das war super. Das war richtig gut. Ja, man muss den Angriff so früh wie möglich unterbinden. Wanda! Ich sagte, ich wette, wir kriegen noch ein Gegentor. Ich nicht. Weg damit. Oh, Alter. Okay, ich hätte fast gewonnen. Oh. Ich glaube, den hat sogar Torben geklärt. Das war ich. Tornado. Nehmt euch einen Mann. Und Zimara hat sich auch verletzt. Oder eine Frau. Nehmen wir den hier. Chill den hier hinten. Wir haben gerade 6 Mann pro Typen von denen. Und trotzdem kommen die ran, pass auf. Weg damit. Weg da, halt ihn. Ja. Ha! Ey, der hat ihn mal dahin gespielt, wo ich hin wollte. Cool. Mit dafür vereinten bekannt, Kräften haben wir es geschafft. Florian, wenn du den Ball jetzt wieder verlierst, Chance, was los? Pass doch einfach mal! Junge! Ja, viel zu spät. Der Ball war schon längst weg wieder. Ich komme ja immer nur einen Schritt. Ich werde ja nur weggesenzt hier. Ach, weg jetzt. Ja. Oh no. Oh no. Aus dem Stand geht's ja, ne? Alter, Gonzalo Rangers kommt 3 Meter. Ja, oh Gott, gut, Alter. Wir haben es geschafft. Mit Höhen und Tiefen mit diesem Spiel. Aber am Ende steht der verdiente Sieger fest. Gut, würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Shuto.